Guten Morgen, Männer! Morgen. Heute ist der Tag des Kriegers. Mehr Krieger! Dieses Thema Männlichkeit ist für mich nicht so das einfachste Thema, sage ich mal. Und bin jetzt schon länger Single und wollte da ein bisschen was bewegen, dass sich da was tut. Und dafür ist es halt wichtig, dass man auch den Mut findet, die Klappe aufzumachen und zu sagen, ey, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Das ist für manche Menschen halt ganz einfach. Für mich ist das nicht so banal. Und deswegen trainiere ich halt diesen Mutmuskel in alltäglichen Situationen. Hendrik entrena su músculo de coraje de la mano de un coach de hombres, con el que este joven de 32 años asiste desde hace poco a un seminario en línea. Hendrik debe aprender a ampliar cada vez más los límites de su zona de confort. Hallo, Entschuldigung, könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Wie komme ich denn von hier zu den Sylwiesen, wo das Oktoberfest ist? Das weiß ich leider nicht. Also, okay. Kennen wir uns auch nicht aus. Gut, super. Trotzdem danke. So, und das ist jetzt eigentlich noch die einfachste Art von Komfortzonentraining. Und das ist halt gut dafür, um warm zu werden für höherstufiges Komfortzonentraining. Y esta noche, Hendrik debe explorar sus límites. Su coach online quiere que se acerque a decirle algo bonito a una chica guapa en el Oktoberfest de Lüneburg. También porque hasta ahora siempre ha recelado de todo lo que se considera típicamente masculino. Ja, der Stereotyp von Männlichkeit war so in meiner Kindheit Fußballfan sein und solche Sachen wie Kunst gehörten da eher nicht für mich rein. Und das waren aber eher so Dinge, die mich interessierten. Und von daher hatte ich auch immer das Gefühl, falsch zu sein. Und jetzt versuche ich gerade selber herauszufinden, was sind denn Qualitäten von Männlichkeit? Weil früher habe ich mein Bild von diesem Stereotyp abgelehnt und damit habe ich Männlichkeit abgelehnt. Und deswegen ist es für mich gerade spannend, das zu erforschen. Was bedeutet das überhaupt? Hi. Hi. Ich hätte gern eins von den Lebkuchenherzen hier. Para facilitarle un poco la tarea, el coach le ha propuesto algo a Hendrik. Fingir que ha perdido una apuesta y que tiene que regalarle a una chica un corazón de pan de jengibre. Entschuldigung, hast du kurz einen Moment? Ja, jetzt ist die Hemmschwelle wieder sehr groß, mit irgendjemandem in Kontakt zu kommen. Besonders auch durch das Setting, das alles sind so ein bisschen ausgelassen. Von daher gerade so ein bisschen, oh Gott, das packe ich nicht, so ein bisschen. Hallo, hi, darf ich kurz stören? Hi, ich habe eine Wette verloren und ich muss jetzt einer schönen Frau ein Herz schenken. Oh, würdest du das annehmen? Dankeschön. Okay, ich danke dir. Ja, danke schön. Gut. Trotzdem, ich hoffe, ich habe dich ein bisschen überraschen können. Ja, das schon, ja. Ich fühle mich gerade wirklich sehr erleichtert, weil ich bin mein Ziel, eine neue Männlichkeit für mich entdecken, auf jeden Fall sehr viel näher gekommen. So, das ist schon eine krasse Erfahrung gewesen. Al día siguiente, Hendrik ha quedado por Zoom con su coach Sven Philip. Hendrik lo conoció a través del canal de YouTube Fortalece tu Masculinidad. Hey, was geht ab? Ich bin Sven von Männlichkeit stärken. Sven Philip dirige este canal de 80.000 suscriptores junto con Martin Reilander, otro coach de masculinidad.
En sus numerosos vídeos tratan diversos temas que consideran importantes para los hombres, además de dar consejos específicos para ligar y sobre el sexo. Sexting oder Pornos. Wie kann ich Frauen in mich verliebt machen? Möchtest du gerne erotische Dates haben? Und ich gebe dir eine ganz, ganz einfache Drei-Schritte-Strategie. A través de su página web, estos dos coaches también ofrecen viajes para hombres y varios seminarios presenciales. Además de su coaching online, a Hendrik ahora le apetece participar en un taller de 7 días para hombres. Was mich angesprochen hat, ist, dass ich selbstbewusster da werde und mehr zu mir selbst auch stehe. Und da war gar nicht mal so entscheidend, ob das jetzt purer Männerworkshop ist. Ich glaube, es geht darum, dass da so typisch männliche Themen drin vorkommen. Dann denke ich, dass meine zwischenmenschlichen Fähigkeiten sich da enorm drastisch verbessern werden. Und dass das im Alltag, in allen möglichen Situationen, also in allen Lebensbereichen von Vorteil ist. El coach Sven le pregunta a Hendrik, ¿qué tal fue el acercamiento a la chica? Hey Hendrik, na? Hey Sven, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Hast du ein paar schöne Sachen erlebt? Oh ja, das war krass gestern. Also wirklich, wirklich krass. Das ist genau der Zeitpunkt, wo sich was verändert. Dein Gehirn sagt allerhand an Zeug, oh mein Gott, das geht nicht, dann machst du es, dann kriegst du diesen Adrenalinschub und dein Körper und dein Gehirn erinnert sich im Prinzip so, oh, ist gar nicht so schlimm. Das ist ein Riesenschritt für jemanden, der sowas vorher noch nie gemacht hat, der vorher sich noch nie in einer Art und Weise gezeigt hat von so, oh, ich finde dich attraktiv. Das ist tatsächlich auf den Kern gebracht, das Hauptproblem der meisten Männer, wenn sie Probleme mit Flirten haben, das ist halt A, überhaupt mutig genug zu sein, sich selber zu zeigen in seinem Wunsch nach, ey, ich möchte jemanden kennenlernen, in Wunsch nach Beziehung oder auch Sexualität. Und auf der anderen Seite natürlich auch die, ja, die Verunsicherung von, was ist jetzt hier die gesellschaftliche Regel? Feminismus oder die Revolution der Frau, dass sie endlich mal anfangen, ihr eigenes Ding zu machen und ihre eigenen Rechte durchzusetzen. Das war unbeschreiblich wichtig, hat aber das ganze Rollensystem zerstört. Jetzt wird also von mir in Anführungsstrichen nicht erwartet, irgendwie XYZ an Mann zu sein, sondern es wird von mir erwartet, zu sein, wer ich bin. Ja, wer bin ich denn überhaupt? Estamos a 50 kilómetros al norte de Berlín. A principios de octubre se celebra un taller de 7 días para 220 hombres en un campamento de vacaciones junto al lago Rúlese. Los participantes pagan hasta 1.800 euros. Alojamiento y comida orgánica incluidos en el precio. Martín, el socio de Sven, inaugura el taller. Guten Morgen, Männer. Morgen. Geil, schön euch alle hier zu sehen. Ich möchte, dass ihr euch aufstellt. Und zwar in einem großen Kreis. Der Jüngste steht hier und der Älteste steht da. Los geht's. Drüben sind noch Lücken. Genau. Ja, aufdrücken. Sehr schön. Seid euch Colocarse por edades fortalece el sentido de comunidad y une a los participantes. El más joven tiene 16 años y el mayor 67. Geil, Männer, schön. Das war der Willkommensgruß sozusagen. Ab jetzt nehmt gern euer Seminarbuch und geht in den Seminarraum rein. Durante los próximos días les espera un programa intensivo de clases y ejercicios prácticos. Cada día de práctica está dedicado a una cara específica del hombre, como la del amante, la del guerrero o la del rey. Sven se encarga del primer seminario. Hallo und herzlich willkommen. Wer von euch ist ein Mann? Da gehöre ich übrigens auch noch mit dazu. Wer von euch hat das Gefühl, seine innere Wahrheit zurückzuhalten, um anderen zu gefallen? Wer von euch hat in seinem Leben mit Depressionen und Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen gehabt? Alle, die Hände oben haben, schaut. Ja, nehmt es gerne wieder runter. Wer ist hier ganz allgemein mit seinem Sexleben unzufrieden? Also zu wenig Sex, zu langweiligen Sex, gar kein Sex, Erektionsprobleme, zu früh kommen. Danke für euer Vertrauen. Ihr merkt, wir sind nicht alles irgendwelche geilen Ficker, die ständig irgendwie super toll sind und ja, ihr seid nicht allein.
gerade im heutigen Zeitgeist, wo viele junge Männer sich in Computerspielen verlieren, in sozialen Netzwerken, die in dieser komplizierten Welt auch Schwierigkeiten haben, überhaupt ihren Weg zu finden, bedeutet für mich heutzutage Männlichkeit, übernimm Verantwortung für dein Leben, für deine Gefühle, für deine Sexualität und für das, was du in dieser Welt zurücklassen willst. Und was ich sehe, wo wir Männer mehr Männlichkeit brauchen, ist, mit anderen Männern in Kontakt zu gehen. Mhm. Wir sehen den anderen Mann ganz häufig als Konkurrenten, ganz häufig irgendwie als jemand, dem man nicht trauen kann. Und dort zu sagen, hey, ich gehe mit dem anderen Mann in eine Verbindung, in eine emotionale Intimität. Das ist das, was die Männer heute mehr brauchen, was heute so notwendig ist. Sehr guter Punkt, ja. Es ist für mich ungewöhnlich, mit neuen Leuten zusammen zu sein. Von daher, dass viele hier sind, die ähnliche Probleme haben oder ähnliche Themen, die sie beschäftigen, da ja, bin ich sehr zuversichtlich, dass das hier gut wird. Hendrik comparte un bungalow con otros 5 participantes. Son su grupo de referencia para todo el taller. Tienen que intercambiar ideas entre ellos y hacer los ejercicios juntos. Estos pequeños grupos están dirigidos por hombres que suelen colaborar en las sesiones de coach de Sven y Martin, los llamados líderes de la manada. Stefan Tarr, un contratista de obras y político local de 43 años, ya ha participado en varios talleres con Sven y Martin. Stefan abre el intercambio con el grupo. Los participantes del curso deben contarse por qué están en el taller. Ich war beruflich sehr erfolgreich. Ich habe eine 16-jährige Beziehung hinter mir. Einmal im Monat Sex, zweimal. Und normal, aber kein großer Streit oder keine Eskalation. Nur, dass wir die größte Stadtvilla in dem Ort hatten und so mit Garten und wunderschön. Und ich habe ihr das Haus kurz vorher geschenkt als Wertschätzung. Und auf einmal standen meine Sachen vor der Tür. Und dann darfst du deine Kinder nicht mehr sehen. Und dein Zeug steht da. Und du fängst komplett neu an. Und dann habe ich angefangen, mich zu fragen, wie ich wieder auf die Spur komme. Weil da waren halt zu fragen, okay, du bist jetzt Single, was kannst du denn gut? Was fühle ich? Das habe ich hier zum ersten Mal die Frage, was fühlst du gerade? Das ist einfach gespürt, wie du gelitten hast, wie du alles für die Frau gemacht und wolltest richtig Gutes machen und bist dir voll auf die Schnauze gefallen. Das ist richtig heftig. Für mich war das hier wie eine Offenbarung. Also in meinem Umfeld, wenn ich in der Kneipe gefragt werde, wie ich mich fühle, und ich fange an zu erzählen, dass ich mich unverstanden fühle und dass ich in meiner Beziehung unglücklich bin und dass ich, was weiß ich, keinen hochkriege, dann werde ich sofort als Weichei abgestempelt werde. Sofort. Ein Mann hat keine Schwächen und spricht nicht über seine Probleme. Und das ist hier anders. Ich kann mich zeigen. Ich lade dich dazu ein, in Gedanken dir mal ein Bild deines Liebhabers vor Augen zu führen und durch diesen Raum zu schreiten, der sich gerne im Genuss hingibt, in Ekstase zelebriert, mit Frauen, mit Wein und Wein. Der Geselligkeit liebt, der weiß, wie schön es ist, mit anderen zusammen, mit Wein und Freunden. Ah, wie war denn das jetzt? Wie hat sich das gerade angefühlt? Schau, was es mit dir macht, wie es sich anfühlt. Nimm das gerne mit. Vor einem Jahr ungefähr war ich total schüchtern und ängstlich und dachte, ich kann nie mit einer Frau reden. Aber ich habe dank dieser Workshops gelernt, dass es noch andere Dinge gibt und dass das Wichtigste immer das in mir ruhen ist. Ja, war super energiegeladen. Ja, total. Ich glaube, es hat eine andere Qualität, wenn man nur mit Männern hier ist, dass man irgendwie mehr ins Offene reinkommt, mehr entspannter ist. Wenn vielleicht noch Frauen dabei sind, ist es vielleicht noch irgendwie wichtig, sich beweisen zu wollen oder nicht mehr authentisch sein zu wollen, weil man sich leicht verstellt, gerade wenn Frauen in der Gegend sind, die man beeindrucken möchte. Und von daher finde ich es wichtig, dass es nur ein Männer-Workshop ist.
Christoph May, de 43 años, es investigador de masculinidades y analiza de forma crítica el papel de los hombres y los privilegios masculinos. Junto a su mujer Stephanie, fundó el Instituto de Estudios de Masculinidades Críticas. Mein ganzes Leben war eigentlich sehr männlich geprägt. Ich bin in Potsdam auf ein evangelisches Internat gegangen, habe in einem evangelischen Chor gesungen, bin parallel in die Graffiti-Szene reingerutscht. Die ist sehr, sehr männlich dominiert hier in Berlin und Potsdam. Und im Film und Serien habe ich eben auch diese Männerbilder gesehen, die ich alle selber so intus hatte. Und das hat mich irgendwann so gelangweilt und so gestört, dass ich einfach gesehen habe, boah, meine Umgebung ist so männlich dominiert, ich muss da raus. Este investigador masculino imparte charlas públicas para alentar a otros hombres a repensar de forma crítica su papel en la sociedad. Hoy lo han invitado al CUCE de Potsdam. Die meisten Männer glauben, wir sind faktisch gleichgestellt, aber davon sind wir weit entfernt. Wir haben hier ein enormes Problem mit männlichen Privilegien und damit, dass Männer oft gar nicht wissen, was das überhaupt sein soll, weil wir ja 24/7 von männlichen Privilegien profitieren. Das größte Privileg für Männer sind Männerbünde. Also Männer, Netzwerke, männliche Monokultur in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft. Hier ein Beispiel aus der internationalen Politik, beim CEO-Lunch auf der Sicherheitskonferenz Ende Februar diesen Jahres in München, da waren ausschließlich die berühmten alten weißen Männer anwesend und keiner hat es gemerkt. Ja, um zu erreichen, dass Männer sich für Frauenrechte engagieren, müssen sie ihre eigene Rolle kritisch hinterfragen, sich ihren Privilegien bewusst werden. Ja, genau das sehe ich auch als unseren Job. Wir bringen Feminismus, versuchen Feminismus an den Mann zu bringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ich da noch was hinzufügen darf. In meiner Erfahrung kann ich nur empfehlen, umgebt euch als Männer mit Frauen. Ich glaube, weil viele Männer erlauben sich, glaube ich, diesen Kontakt mit Frauen einfach überhaupt gar nicht. Reduzieren das auf ein paar wesentliche Dinge im Patriarchat, aber wirklich zuhören, wirklich interagieren, ist, glaube ich, im Patriarchat für viele Männer sehr schwierig. Laura Schlausener, del CUCE de Potsdam, también considera importante que los hombres sean más críticos a la hora de cuestionar su papel en la sociedad. Es geht auch darum, Männer anzuregen, dass sie selbst in die Verantwortung kommen, ne? Männlichkeit zu reflektieren und zu sehen, wie das Patriarchat auch sie zurichtet. Die ganzen Männer-Coachings und Männlichkeit bestärken, Alpha-Männer und so weiter. Was bringen solche Workshops was, wenn die da unter sich bleiben oder wenn die... Also mir macht sowas Angst, weil ich finde, Männer haben historisch und auch aktuell so viel schon zur Zerstörung der Welt beigetragen und in ihrer eigenen Suppe gekocht. Ich finde es schon fast anmaßend, dass sie dasselbe immer weitermachen. Mhm. Und richtig oft kommt es mir so vor, als wären sehr viele Männer größenwahnsinnig und voll aus der Zeit gefallen, ja, einfach. En el campamento de hombres, hoy es el día dedicado al guerrero. Los participantes del curso deben reunirse temprano en el lago. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht so genau, was wir jetzt gleich machen. Uff, so frisch. Gott, Alter. Solange wir nicht in den See springen, ist mir alles recht. Ja. Bei der Temperatur, Alter. Also gerade bei der Temperatur. Nicht, wenn ich nicht weiß, dass ich nicht in die Dusche kann. Das Schöne ist, das Wasser ist wärmer als die Außentemperatur. Mhm. Ja, also, ja. So, dann mal gucken, was wir gleich machen. Guten Morgen, Männer! Morgen. Heute ist der Tag des Kriegers. Mehr Krieger! Wenn ich da von außen zugucken würde, wäre ich erstmal, oh Gott, schnell weggehen. So, da mitmachen ist schon ein bisschen krass, dass man dann halt diese Power da kriegt. So, hat man das Gefühl, man kann jetzt Bäume ausreißen. Das ist schon krass. Hat Spaß. So, ich denke, das wird noch
Also so Krieger ist ja das, womit ich mich so gar nicht identifiziere, weil ich eigentlich eher der Typ bin, der Konflikten aus dem Weg geht, leider. Und jetzt fühlt sich das so an, ja, das ist die Qualität, die ich brauche und die mir dann natürlich auch am schwersten fällt. Christoph May se reúne en Berlín con la escritora Susan Kaiser. Der Kaffee? Danke, bitteschön. Susanne Kaiser, das ist die Expertin für kritische Männlichkeit in Deutschland. Und wir stehen schon länger in Kontakt, aber vor allem online und über Zoom und jetzt endlich auch hier live. Oh. Hi. Hallo. Hi. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Endlich mein Live. Na, wie war dein Vortrag gestern? Oh, der war gut. War eine entspannte Runde und ich habe gemerkt, das hat viel was mit den, auch mit den Männern vor allem gemacht da vor Ort. Und klar, also bei vielen Männern, die sich selber als doch relativ reflektiert einordnen würden, dass da schon auch so ein Bedürfnis nach einer männlichen Identität vielleicht generell besteht, oder? Wie? Ja, und dieser Emotionsdiskurs, der nimmt super Fahrt auf gerade. Alles muss über Emotionen und Gefühle und Therapie verhandelt werden. Und es gibt viele Psychologen, die gerade auf den Zug aufspringen und Männlichkeit heilen wollen. Aber es ist nichts, was man heilen muss. Und es ist nichts, was krank ist, sondern es ist ein strukturelles Problem. Und die beiden Gefahr sich in diesen Männerrunden, die ja nur unter sich bleiben. Ja, ja, ist doch auch irgendwie paradox, oder? Dass Männer Probleme damit haben, eine Frau kennenzulernen. Also darum geht es ja in den allermeisten Workshops. Ne, wie schaffe ich es irgendwie, eine Partnerin zu gewinnen oder wenigstens Sex zu haben oder irgendwas? Und dann aber so unter sich bleiben und so hermetisch sind. Und ich glaube, dass ganz viele Männer einfach so verunsichert sind in ihrer Männlichkeit, weil wir auch so viel darüber sprechen und es so bewusst ist und auch eine Identität einfach geworden ist, dass sie sich erhoffen, dass sie in so einem Workshop lernen, wie sie Frauen kennenlernen können, wie sie Beziehungen führen können, aber dann wieder genau in diese eigentlich total toxischen, auch überwundenen, zumindest was unsere Ideen davon angeht, ne, überwundenen, ehemaligen, altbackenen Ideale wieder reinkommen. En el taller de hombres, Stefan y otros líderes de manada con experiencia en talleres dan charlas a los nuevos participantes. Stefan explica lo que ha aprendido sobre las mujeres durante el último año. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten euch heute beibringen, zu denken wie Frauen. Währenddessen wir ganz klar aufzählen können, was wir wollen, was wir brauchen und das in klare Worte packen können und Fakten nennen, brauchen Frauen Bilder. Das ist bei uns andersrum. Bei dem Auto interessiert mich überhaupt gar nicht, wie weich sich der Sitz anfühlt. Mich interessiert die Motorleistung. Bei Frauen ist es tatsächlich anders. Para demostrarlo, les pide a 5 hombres que suban al escenario. Wir möchten jetzt aus euch Frauen machen. Und ihr, meine Herren, ihr wollt sie begeistern, irgendwo mit hinzufahren oder wir sind ja unter uns, ihr könnt doch was Sexuelles beschreiben, aber wie schafft ihr das, dass sie sich das vorstellen können, dass sie das fühlen können? Schauen wir doch mal, wer alle 5 mitnimmt. Hallo, ich würde euch gerne einladen auf eine einsame Hütte im Wald im Winter. Traumhaft, wir können die Kälte draußen spüren und uns freuen auf das warme Feuer, vor das wir uns dann später setzen mit einem Glas Wein. Wir machen uns dann gemütlich. Ja, und ich würde euch einladen, mit mir die Zeit zu verbringen. Und kannst du kurz sagen, warum du nicht mitgehen würdest? Ich hatte das Gefühl, dass er das nicht wirklich sich auch so bildlich vorstellt, wie er es erzählt. Das hat mich nicht so abgeholt. Und ihr noch? Ja, ich fand die Idee sehr schön, mit mehreren Frauen da zu sein. Ey, du bist eine Frau. Ja. Aha, okay. Und die Wärme, das Knistern vom Feuer, das hat mich echt überzeugt. Dankeschön. Okay, mal einen Applaus für die Damen. Warum möchte ich Frauen besser verstehen? Weil ich aus einer sehr langen, offensichtlich toxischen Beziehung komme, die kein gutes Ende nahm, möchte ich, dass mir diese Fehler nicht mehr passieren. Und durch diese Erkenntnis, wie denkt deine Frau, wie fühlt man, wie kann ich mich zeigen, hilft mir das sehr, meinen Raum zu behalten.
El investigador de masculinidad Christoph May organiza hoy un seminario en línea para especialistas de toda Alemania en el ámbito del trabajo con hombres y jóvenes. Ich wollte noch eine Anmerkung machen. Die Diskussion, die kommt tatsächlich auch häufiger aus, ob man nicht auch Safe Spaces für Männer bräuchte. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe es kritisch mit auch kritischen Männlichkeitsgruppen, die gerade überall aufploppen. Jürgen, du hast ja auch eine gegründet. Seid ihr nur unter Männern, Jürgen, darf ich fragen, oder habt ihr auch weibliche Personen mit dabei? Wir sind nur Männer, leider. Ja. Also super gut, dass es die Gruppen gibt, aber trotzdem würde ich raten, das langfristig aufzubrechen und warum nicht weibliche Perspektiven reinholen. Danke für den Rat. Ich hätte gerne Frauen drin, aber es ist nicht so einfach. Zwar schon auch Gruppentreffen gemacht mit meiner Frau zum Beispiel, aber nicht jede Partnerin, sag ich mal, begibt sich dort rein in eine Gruppe. Und ein wesentlicher Punkt bei uns in der Gruppe ist, deswegen haben wir auch etliche Männer unterwegs verloren, weil wir manche Männer auch, ich sag mal, ihnen den Spiegel gehalten haben und weil es uns wirklich auf Selbstreflexion ankommt. Das Ziel ist, Männern klarzumachen, dass wir und unsere männerbündischen, männlichen Monokulturen, männlich dominierten Umgebungen das Problem sind. Und das ist die Aufgabe, dass es nicht die Aufgabe von Frauen, intertrans, non-binary Personen sein kann, Männerbünde aufzubrechen, sondern dass es unsere Aufgabe sein muss, Männerbünde aufzubrechen und das dann umzustellen und Lust zu machen auf diese neuen Perspektiven und denen zu sagen, wenn ihr das eine Weile umgestellt habt, wollt ihr auch nicht mehr zurück. Und auch deutlich zu machen, wie stumpf auch diese Männerfantasien, diese männlichen Erzählungen, Bilder sind. Ja. En el campamento de los hombres, el día del guerrero se acerca a su clímax. Schon viel Energie da? Habt ihr Bock? Ja! Después del calentamiento, los hombres competirán entre sí en un combate de lucha libre. Para entrar en la atmósfera de batalla, se ponen pintura de guerra hecha de sangre de cerdo, aunque en la versión vegana es zumo de remolacha. Also ich hatte ein bisschen längere und jetzt mache ich sie gerade, feiße sie ein bisschen ab, damit ich dich nicht kratze oder sowas. Geh. Ich gerne mal. Nee, ich mag mir irgendwas. Nicht mal Ich kann es bewegen, aber ich bin verdammt froh, dass ich dieses Brett durchgeschlagen habe. Aber ich fühle mich stärker. Stärker fühle ich mich, definitiv. Das tut jetzt den Rest des Workshops weh, okay, meinetwegen. Ich hab's gepackt. Es la última noche del campamento de hombres. En los últimos 7 días, los participantes han tenido que salir constantemente de su zona de confort y han aprendido mucho sobre sí mismos y sobre la forma de ser hombre que aquí se enseña. Una experiencia importante, un intenso sentimiento de comunidad masculina. Mit
200 Männern so einen intensiven Kontakt zu fühlen, sich einfach mal, weil es ein Bedürfnis ist, zu umarmen, weil es einem gerade gut tut. Das alleine war schon eine Erfahrung, die fand ich mega. Wie ist das für dich, jetzt wieder in die Welt zurückzukehren? Schwierig. Also einerseits ist das so die Energie von diesem Workshop. Also ich habe jetzt auch ganz groß den Drang, halt Dinge zu tun und ja, was zu verändern. Und mit dieser Energie möchte ich da jetzt reingehen. Und ich hoffe, das wird mir jetzt nicht sofort wieder zerschlagen durch die Realität, weil die einfach so anders ist als das hier. Ja, man hat einen geschützten Rahmen geschaffen, wo man sich ausprobieren konnte. Und ich denke, dass ich das schon in die Welt mitnehmen werde. Stopp schon? Ja. Ja, es hat auf jeden Fall was im Innern gemacht. Ja. Also da ist, gerade am Tag des Kriegers habe ich das sehr gespürt, was da in meinem Körper, ja. Es ist spannend, dass du das sagst, weil für mich war das letzte Jahr der Krieger, auch der Krieger, dieser Tag. Und dieses Jahr gar nicht. Das ist auch beim Liebhaber für mich so ein Riesenschritt, dann da in der Turnhalle dann so meine Liebhaber-Performance abzuliefern. Also das sah aber richtig gut aus. Also ja, ich hab dich da gesehen und dachte so, yo, passt. Das war eine ganz krasse. Okay, das probiere ich jetzt einfach mal aus. In meinem Weltbild bezüglich Frauen ist mir noch mehr klar geworden, dass es genauso verletzliche und unsichere Wesen sind wie wir auch. Und dass sie sich nach Profil und nach Offenheit sehnen. Also die Zeit des starken, unverwundbaren Mannes, der nie weint, sind vorbei. Darum geht's ja jetzt beim Mannsein. So, ich bin ich selbst, ich folge meinen Weg. Und dass ich mich als Mann fühle, ist, dass ich mich gegen diese toxischen, stereotypischen Männerbilder einfach durchsetze und sage, okay, diese Bilder gibt es, alles ist mir egal, ich bin so, wie ich bin. Fertig.